Hastenrad. Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr über ein Feuer in Hastenrad informiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen ehemaligen Bauernhof vor, der in voller Ausdehnung brannte. Das Gebäude war unbewohnt. Anwohner berichteten jedoch, dass am Nachmittag an dem Gebäude renoviert gearbeitet wurde. Da sich in der engen Straße zwischen den Häusern Rauch gefangen hatte, wurde ein Anwohner aus einem Nachbarhaus mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gefahren. Die Brandursache ist noch unbekannt.